Jesus hat, als er hier lebte, hat er viel über das Reich Gottes gepredigt. Und er hat in unterschiedlichen Situationen oder bildlichen Beispielen versucht, uns Menschen nahezubringen, was er meint, was das ist. Was ist das Reich Gottes? Was ist darin enthalten? Und er hat zum Beispiel erzählt von einem Seemann, der den Samen ausstreut. Und dann erzählt er, dass einige Samen da auf dem Weg fallen, wo die Vögel es wegpicken, oder auf ganz dünnem Boden gelandet sind, wo sie keine Wurzeln schlagen können. Oder im Dorngestrüpp, wo auch diese Pflanze nicht wachsen kann. Oder auf gutem Boden, wo das Frucht bringen kann. Und wo er das erzählt hat, kamen die Jünger und haben gesagt: Jesus, wir verstehen das nicht. Was erzählst du? Was willst du uns hier erzählen? Irgendwie so ein Bauerngeheimnis. Und Jesus hat gesagt, euch, also den Jüngern, euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündet. Wo ich das gelesen habe, hatte ich so das Gefühl, dass ich so näher an Jesu Orge oder an Jesu Herz gerückt bin und habe gefragt, gehöre ich dazu? Gehöre ich dazu, dass ich das mitverstehe? Dass du mir diese Geheimnisse offenbarst, wie dein Reich funktioniert. Was ist das Geheimnis deines Reiches? Und er hat mir so interessante Sachen offenbart. Und ich habe gelesen, Markus 8, ein ganzes Kapitel. Das sind unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Geschichten, Begebenheiten. Und ich habe das alles als eine Botschaft gesehen, wie der Herr das Reich Gottes erklärt. Und heute habe ich vor, mit euch Bibel zu lesen. Wir lesen in der Schrift: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, und heute machen wir ganz viel Platz. Halleluja, Halleluja, ich liebe das auch. Heute lesen wir. Und zwar lesen wir Markus 8. Aber das wird gut. Markus 8, ich lese von der Neuer Genfer Übersetzung. In jenen Tagen war wieder einmal eine große Menschenmenge bei Jesus. Da die Leute nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte: Mir tun diese Menschen leid. Seit 3 Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause gehen lasse, brechen sie unterwegs vor Erschöpfung zusammen. Außerdem sind einige unter ihnen von weit her gekommen. Die Jünger erwiderten: Wo soll man denn hier in dieser einsamen Gegend genug Brot bekommen, um sie alle satt zu machen? Doch Jesus fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? 7, antworteten sie. Da forderte er die Menge auf, sich auf den Boden zu lagern. Er nahm die 7 Brote, dankte Gott dafür und brach sie in Stücke. Dann gab er sie seinen Jüngern zum Verteilen, und die Jünger teilten sie an die Menge aus. Sie hatten auch noch ein paar kleine Fische. Jesus ließ sie ebenfalls verteilen, nachdem er Gott dafür gedankt hatte. Und die Leute aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war: 7 Körbe voll. Die Zahl derer, die an der Mahlzeit teilgenommen hatten, belief sich auf ungefähr 4.000. Als Jesus die Leute dann entlassen hatte, damit sie nach Hause gehen konnten, stieg er mit seinen Jüngern ins Boot und fuhr in die Gegend von Dalmatuna. Die Pharisäer kamen zu Jesus und begannen ein Streitgespräch mit ihm. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Jesus seufzte tief. Warum verlangt diese Generation ein Zeichen, sagte er. Ich versichere euch, nie und nimmer wird diese Generation ein Zeichen gegeben werden. Damit ließ er sie stehen, stieg wieder ins Boot und fuhr auf die andere Seite des Sees. Die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot. Nehmt euch in Acht, schärfte Jesus ihnen ein. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Da machten sie sich untereinander Gedanken darüber, dass sie kein Brot bei sich hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er: Warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch nicht daran, wie die 5 Brote für die 5.000 in Stücke brach? Wie viele Körbe voll Reste habt ihr damals aufgesammelt?
12, antworteten sie. Und als ich die 7 Brote für die 4000 in Stücke brach, wie viele Körbe voll Reste habt ihr da aufgesammelt? 7, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr immer noch nichts? Sie kamen nach Bethsaida. Dort brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, den Mann anzurühren. Jesus nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn aus dem Ort hinaus. Er benetzte ihm die Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Der Mann blickte auf und erwiderte, ich sehe Menschen, sie gehen umher, aber sie sehen aus wie Bäume. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Nun konnte er deutlich sehen. Er war geheilt und konnte alles klar erkennen. Geh nicht in den Ort zu den Leuten, sagte Jesus und schickte ihn nach Hause. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes, den Täufer, erwiderten sie. Manche für Elia und manche für einen anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Messias. Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemand etwas davon zu sagen. Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse, von den Ältesten und den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Klar und offen redete er darüber. Da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan! Denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Und Jesus fügte hinzu, ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. Halleluja. Was denkt ihr, als Jesus das Brot verteilt hat an diese 4000 Menschen? Das heißt ja nicht genau, das heißt ungefähr 4000 Menschen waren da und wurden meistens nur Männer gezählt. Das heißt, es waren mindestens doppelt so viel. Was denkt ihr, hat jeder Mensch davon mitbekommen, dass das Brot, was sie essen, ein Wunderbrot ist? Was denkt ihr? Überlegt mal, mindestens 8000 Menschen, das ist schon viel. Und die, ja, irgendwann mal setzen die sich da in Gruppen und die bekommen Essen. Denkt ihr, jeder hat mitgekriegt, dass das Brot, was sie gerade essen, aus einem Wunder entstanden ist? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wir sind froh, wenn wir was zu essen kriegen. Vor allem, wenn man 3 Tage hinterher irgendwo unterwegs war und jetzt, was für eine tolle Gesellschaft, jetzt kümmert man sich sogar um das Essen. Man kriegt ein bisschen Brot. Ich habe darin gesehen, dass Jesus sagt, dass er das Brot des Lebens ist. Und es steht in der Schrift, dass Jesus selbst, er hat alles mit sich selbst erfüllt. Es gibt nichts, was nicht mit seiner Herrlichkeit erfüllt ist. Als er auf die Erde gekommen ist, er ging bis ins Totenreich und ist wieder aufgestiegen und somit ist alles erfüllt mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Gegenwart, mit ihm selbst. Wir leben, wir atmen seinen Odem, wisst ihr das? Wir atmen das, was Gott hat in uns eingehaucht und wir atmen ihn. Wir leben, aber wie viele wissen gar nicht, was sie jetzt zu sich nehmen. Wie viele haben Wissen davon, dass das Jesus eigentlich ist, den wir leben, den wir atmen. Wir leben unser Leben und nehmen das Leben als selbstverständlich hin. Und
konzentrieren uns auf Dinge, die für uns vielleicht nicht so gut gefallen, was nicht so gut läuft. Es kommen Unzufriedenheiten hoch. Unzufriedenheit ist ja nicht immer schlecht. Unzufriedenheit bringt uns ja in einen anderen Zustand, richtig? Ich meine, wenn ich mit meiner Farbe von Tapetenfarbe unzufrieden bin, dann reiße ich die runter und klebe neue. So, wenn ich nicht unzufrieden wäre, würde ich diesen Schritt nicht tun, richtig? Das heißt, wenn wir unzufrieden sind, und das kann uns in die Gegenwart Jesus schubsen, dass wir von seinem Licht durchleuchtet werden und einfach mit seiner Wahrheit erfüllt werden. Oder Unzufriedenheit kann uns auch in die Gegenseite schubsen, wo unser Herz hart wird. Und dann fangen wir an, nach Zeichen zu fordern. So wie die Pharisäer. Dann fangen wir an, sagen, Jesus, wo bist du überhaupt? Wo bist du? Zeig dich. Dann fangen wir an zu diskutieren und einfach ein Zeichen fordern. Ich habe Menschen kennengelernt, die zu Dienern Gottes gekommen sind, mit dieser Einstellung. Zeig mal, was du kannst. Ich will mal gucken. Ist deine Kraft hoch genug, stark genug? Wie viel Salbung hast du? Trifft mich das jetzt oder nicht? War ja nichts, war ja klar. So, geprüft. Die Salbung, die Kraft der Diener Gottes prüfen, wo sie ein Gefühl vermitteln, beweis dich jetzt mal. Ne? In solchen Situationen passiert natürlich nichts, weil Jesus hat gesagt, dieser Generation gibt es, für die gibt es keine Zeichen. In anderen Stellen, außer das Zeichen von Jona, ne, mit dem Tod und der Auferstehung. Interessant ist halt, dass einfach diese Menschen, die so eine Einstellung haben und oder die zugelassen, die diesen Gedanken zugelassen haben oder angenommen haben, die wissen es meistens auch besser. Die wissen alles, wenn man mit diesen Menschen spricht. Die zu jedem, was man ihnen sagt, sagen die, ja, weiß ich. Kennt ihr solche? Die wissen alles. Es gibt auch, man kann auch nichts dazu fügen oder irgendwie eine Korrektur vornehmen, weil die wissen einfach alles. So. Ein ganz dünner Boden. Wenn es dann aber brenzlig wird, wenn die Sonne dolle scheint, dann kippen die um. Dann haben die keinen Halt mehr. Wisst ihr, ich möchte einfach ein aufmerksam machen, wenn ihr mit solcher Art konfrontiert werdet, entweder mit Menschen, die so eine Haltung haben, oder wenn ihr merkt, dass ihr selber von solchen Gedanken irgendwie konfrontiert oder bombardiert werdet, dass ihr selber merkt, so, das sind Gedanken wie zum Beispiel, kennt ihr die Situation, wo Jesus gekommen ist, weil Lazarus gestorben ist? Jetzt kam er da an und dann haben die Menschen gesagt, den Blinden hat er geheilt. Er hätte auch so tun können, dass Lazarus gar nicht erst krank wird oder dass er gar nicht stirbt. Oder kennt ihr solche Situationen? Hier hat er geholfen, er könnte hier ja auch helfen. Warum hilft er hier nicht? Oder solche Gedanken wie, als Jesus am Kreuz hing. Ja, komm doch runter vom Kreuz, dann glauben wir, dass du der Sohn Gottes bist. Mach doch, dann werden wir auch glauben. Wisst ihr, das sind die Stimmen des Feindes, die sind gegen das Leben. Wenn solche Gedanken in euch aufkommen, Jesus ist ins Boot gegangen und ist ans andere Ufer gefahren. Weit weg davon. Ich war so dankbar, dass ich einmal eine Erlaubnis sozusagen bekommen habe durch ein prophetisches Wort von einem Mann Gottes, dass wenn ich in so eine Gesellschaft komme, geh da einfach weg. Und dass ich diese Erlaubnis bekommen habe, einfach ohne schlechtes Gewissen eine Gesellschaft zu verlassen, wegzugehen, wo einfach nur so. Kennt ihr solche Gesellschaften? Kommt man mal vor. Und manchmal, wenn dieses in einem selber drin ist, dann möchte man auch fliehen. Möchte man auch ans andere Ufer ins Boot steigen und wegschwimmen.
Amen. Warum ist das denn so wichtig, diesem Geist, der dahinter steckt, dieses zeig doch, beweis doch, zeig doch und zu entfliehen? Jesus sagt, hütet euch vor diesem Sauerteig. Der Pharisäer und des Herodes, hütet euch davor. Diese fordernde Haltung, das verhärtet unser Herz. Das macht unser Herz hart, dass wir Jesus nicht erkennen können. Diese Haltung, wie, oder wenn man zum Beispiel sitzt und denkt, immer prüft, was ist das jetzt? Ist das jetzt gut oder ist es nicht gut? Ist es jetzt von Gott oder ist es jetzt nicht von Gott? Wow, jetzt hat er die und die Wortwahl gewählt. Wusste ich doch. Oder jetzt hat er jetzt wieder dieses Thema erwählt. Oh, schon wieder, wusste ich doch. Und versteht ihr, kennt ihr solche? Ich meine, ich glaube nicht, dass irgendjemand sich hier freisprechen kann. Ich auch nicht. Das ist etwas, wenn man prüft und wo ist der Haken? Was ist los? Das ist ja auch hier vom Sauerteig von Herodes. Ne? Es gibt ja dieses Kleingedruckte. Wo ist der Haken? Welchen Haken sollte man nicht setzen? Ist schon wichtig. Wisst ihr, dieser Sauerteig, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man nicht ins Boot steigt und nicht ans weit weg davon fährt, dann durchsäuert das alles. Es nimmt uns komplett ein. Und was macht es? Es macht uns blind. Es macht uns blind, Jesus zu erkennen. Und diese Art von Blindheit benötigt eine besondere Therapie. Jesus hat Speichel benutzt. Wurdet ihr schon mal bespuckt? Es fühlt sich nicht so angenehm an, wenn, fällt mir jetzt ein, unser jüngster Sohn, der hat so einen Spaß dran, uns zu küssen und schnell uns anzulecken. Er ärgert uns einfach damit. Er hat Riesenspaß daran. Das ist nicht einfach der Speichel vom anderen ist es nicht so angenehm, richtig? Aber diese Blindheit, die uns sowas von eingenommen hat, wo wir Christus nicht erkennen. Jesus hat gesagt: Hütet euch vor diesem Sauerteig. Er sagt: Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Aber diese Blindheit benötigt erstens eine besondere Therapie, was vielleicht für einen selbst nicht angenehm ist, und zweitens auch eine wiederholte Berührung von Jesus. Das ist so ein klebriges Zeug. Und wir sollten immer wieder in die Begegnung zu Jesus kommen und uns von ihm berühren zu lassen. Weil wenn wir nur vom Speichel, von diesem, was uns nicht so gefällt, ne, dann fangen wir als ob an zu sehen und dann sehen wir, kennt ihr den Wald voller lauter Bäume nicht mehr. Ja, dieser Mensch hat die Menschen wie Bäume gesehen. Und man sieht den Wald voller lauter Bäume nicht mehr, kennt ihr das? Man hat so ein bisschen eine Ahnung und irgendwie man kommt überhaupt nicht klar. Das heißt, geh nochmal zu Jesus, lass dich von Jesus noch einmal berühren, damit deine Augen geöffnet werden, um ihn zu erkennen. Weil die Frage ist, für wen hältst du Jesus? Wer ist Jesus für dich? Ist er einfach nur ein Prophet? Ist er einfach ein toller Wundertäter, ein Helfer? Wer ist Jesus für dich? Es ist so, es sieht jetzt erstmal so aus wie so ein Happy End. Jesus hat, wenn wir das jetzt, diese ganzen Geschichten übertragen, in geistlicher Sicht sehen, Jesus verteilt sein Brot, also er verteilt sich selber. Wir essen es. Dann kommen so Schwierigkeiten, diese Forderungen, beweis dich doch, zeig dich doch, okay, erkannt, weg. Wir sind auf die andere Seite gegangen und wir setzen uns mit Dingen auseinander, mit der Stimme des Feindes, was uns eigentlich von Gott weg verblenden lassen will.
Wir kommen in die Berührung, Jesus berührt uns, wir können sehen und wir haben erkannt, ja, Jesus, du bist Christus, du bist der Messias, was für ein Happy End. Wir haben erkannt, wir haben Jesus erkannt, Halleluja. Was sagt Jesus? Sag das niemandem. Schütze diese Erkenntnis, schütze sie. Schütze diese Erkenntnis, die du jetzt gerade gekriegt hast, die du gerade vom Himmel gekriegt hast, ganz frisch. Schütze sie. Seid vorsichtig mit dem, was ihr anderen Menschen erzählt, wenn ihr von Gott was empfangt, eine Offenbarung. Es gibt im Alten Testament, ihr könnt das zu Hause nachlesen, 2. Könige 20, eine Geschichte, wo der König Hiskia Besuch hatte von Menschen aus Babel. Und er hat ihnen gezeigt, komm, ich zeig dir mal meine ganzen Reichtümer, was ich alles habe. Guck dir das mal an, ist das nicht schön? Über Jahre, wie alt und wie lange habe ich gesammelt, und das ist noch von den Vorfahren, so viele Schätze. Und die haben das alles gesehen. Und der Jesaja, der Prophet Gottes, kommt zu ihm und fragt, was haben die gesehen? Alles, was die gesehen haben, das wird alles genommen werden. Deshalb ist das so wichtig, die Offenbarungen, die Gott uns gibt, zu schützen. Nicht sofort alles allen zeigen, nicht sofort alles allen erzählen. Zu schützen. Warum? Warum zu schützen? Warum muss das geschützt werden? Es muss die Feuerprobe bestehen. Direkt danach spricht Jesus über sein Leiden, über das, was auf ihn zukommt. So, jetzt habe ich eine Erkenntnis bekommen. Ich weiß, wer Christus ist. Wow. Oder ich habe ein Wort empfangen, was meine Berufung angeht. Wer ich in Christus bin, wo ich leben werde, was meine Aufgabe ist, was meine Berufung ist. Und ich sehe so viel Potenzial. Okay, ich habe es geschützt. Aber jetzt hat man das Gefühl, als will irgendjemand mir das streitig machen oder als will irgendjemand mir das nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Man hat etwas und man klammert sich daran und man sagt, nee, das lasse ich nicht zu. Das wird mir keiner nehmen. Das wird mir keiner nehmen. So wie Petrus Jesus an die Seite geholt hat und gesagt, das geht nicht. Du bist der Messias, du willst sterben, das geht nicht. Was sagt Jesus dazu? Das ist menschlich, geh weg von mir, Satan. Das ist menschlich. Das ist menschlich. Ich möchte euch mal ein bisschen was erzählen, wie ich versucht habe, meinem Mann die Augen zu öffnen, wer Christus ist. Interessant, ne? Also, ich habe Juri kennengelernt auf einem Missionsfeld. Die besten Voraussetzungen. Das heißt, wir kannten uns schon, das heißt, wir wussten, wer ist, aber wir hatten nichts miteinander zu tun gehabt. Wir haben auch wir haben fast 6 Jahre Unterschied. Deshalb, ich war noch etwas klein, sozusagen. Aber als ich ihn kennengelernt habe, habe ich gesehen, wie er gebetet hat. Ich habe gehört, wie er gebetet hat. Und wisst ihr, für mich ist das so, und da glaube ich heute noch dran. Als ich das gesehen habe, wusste ich, dass er kommt im Leben klar. Er wird im Leben klarkommen. Er hat etwas Festes. Er hat dieses Wort Gottes. Wisst ihr, Jesus sagt, Himmel und Erde vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Und daran glaube ich. Ich glaube daran immer noch. Egal, welche Zeit man hat, egal, ob Himmel und was in uns hier, ob unser Himmel, unsere Erde irgendwie vergehen, aber das Wort Gottes, was in einen geboren wurde, hineingelegt wurde, das bleibt ewig.
So, und deswegen, jetzt sind wir zusammengekommen und das war alles in einer ehrfürchtigen Haltung. Wir wollten unbedingt im Willen Gottes leben. Wir wollten nach Gottes Willen auch heiraten und wir waren sehr motiviert dazu. Und dann weiß ich noch, zu dem Zeitpunkt hatte ich meinen ersten Bandscheibenvorfall. Und er hatte mich umarmt und seine Hand lag direkt auf meinem Rücken. Und ich hatte auf einmal ein ganz merkwürdiges Empfinden, das kannte ich so gar nicht. Ich hatte das Gefühl, als würde Heilung aus seinen Händen kommen. Man muss dazu sagen, wir waren zu dem Zeitpunkt nicht so drauf, dass man Hände auflegt und gesund wird. Diese Praxis gab es nicht, diese Lehre gab es nicht mal. Und geschweige denn, dass man das irgendwie ausspricht. So. Und jetzt war ich so mutig und habe gesagt, ich habe das Gefühl, als hättest du heilende Hände. Und das hat ihn so berührt und er hat schon gedacht, er hat den Sinn des Lebens erfüllt. Er hat jetzt, die Heilung ist aus seiner Hand geströmt, mein Rücken ist geheilt, jetzt kann er in Frieden sterben. Das war für ihn, sein Lebenswerk war vollendet. Aber er ist am nächsten Tag wieder aufgewacht. Und das Leben, und lebt immer noch, Halleluja. Und das Leben ging weiter. Dann haben wir geheiratet und hatten die super Idee gehabt, nach der Hochzeit anzufangen zu bauen, ein Haus gebaut. Wir hatten keine Flitterwochen, sondern wir haben angefangen, ein Haus zu bauen. Baustelle, das war unsere Flitterwochen. So, man muss dazu sagen, ich war noch recht jung. Ich war 19, ich habe mit 19 geheiratet. Mein Mann war fast 25. So, wir haben angefangen zu bauen. Und jeder, der gebaut hat, der weiß, was das ist, richtig? So, wir haben gerade eine frische Beziehung. Wir hatten nicht mal eine eigene Wohnung. Wir durften bei der Schwester wohnen, in einem Zimmer. Da haben wir Miete gespart. Also das war alles sehr praktisch, pragmatisch. Und arbeiten, Baustelle, schlafen, essen zwischendurch. Was gibt's noch? Was soll da noch? So. Und ich habe mir gedacht, so geht das aber nicht. Wir haben eine christliche Ehe. Wir sind Christen. Aber durch diesen ganzen Stress hatte er keine Lust mehr gehabt, zur Kirche zu gehen, weil er war müde und er wollte schlafen. Er wollte sich auch ausruhen. Und dann war auch immer so, Formel 1 war ganz angesagt, das war viel cooler. Und dann irgendwie noch, da konnte man wenigstens besser entspannen. Also ich darf das alles erzählen, ne? Nicht, dass ihr denkt, oh, Hilfe, Juri. und ich dachte mir, das gibt's doch gar nicht. Ich kenne das sogar. Also ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich kenne den Weg sehr gut, Kirche zu Hause und arbeiten. Und jetzt auf einmal macht er das anders. Das geht ja nicht. So. Und dann dachte ich, irgendwie muss er Christus erkennen. Ich werde da ein bisschen jetzt nachhelfen. Er soll doch mit mir zusammen beten. Er soll mit mir zusammen Bibel lesen. Und er tut es nicht. Er ist müde, er will das gar nicht. Und außerdem hat er überhaupt keinen Bezug dazu. Er hat zu tun. So. Ich werde ihm ins Gewissen reden. Wir sollen doch beten. Wir sollen doch lesen. Und ging ihm so ein bisschen auf den Keks damit. Dann hat er gesagt, ja, okay, kannst lesen. Also abends, wir sind ins Bett und ich durfte was lesen. Hab ich gedacht, wow, meine Gelegenheit, ich darf was lesen. Weil ich durfte lesen. Und das war nicht mal die Bibel, das war so ein Andachtsbuch, das war ein Bibelvers und dann waren da Gedanken dazu. Und dann habe ich gedacht, hoffentlich ist da sowas Gutes, was ihm dann wirklich ins Herz sticht, dass er ein schlechtes Gewissen hat und einfach überführt wird, hoffentlich. Und dann habe ich aufgeschlagen und ich fange an zu lesen. Und ich atme tief durch und ich hauche in meine Worte ganz, ganz viel überführende Herrlichkeit hinein. So, dass es eine Wolke wird. Und ich lese und dann kommt noch eine Betonung mit ehrfürchtiger, so dass die Wolke, dass es immer größer aufgeblähter wird, weil der soll ja seinen Kopf berühren und ein bisschen verändern und ich lese und gebe mich da komplett rein und dann denke, gleich erreicht die Wolke ihn
Gleich sagt er: Jesus, es tut mir so leid, meine Frau ist viel jünger, aber viel reifer als ich oder so. Und ich setze nochmal an, macht da noch mehr Betonung rein, weil es muss ja durch ihn durchdringen. Er soll doch endlich mal erkennen, dass er der Mann ist, dass er hier der Hauspriester ist und er soll Verantwortung übernehmen und mit mir Bibel lesen und Buße tun und sowas alles. Und ich denke schon gleich. Dann tippt er mich an und sagt: Kannst du auch normal lesen? Bang! War die ganze Wolke geplatzt. Und ich: Du nimmst mich gar nicht ernst. Ich sage: Doch, ich nehme dich ernst. Ich möchte einfach, dass du normal liest. Und dann dachte ich: Ich lese so. Ich musste ja die Kurve kriegen. Ich lese halt so. Hat nicht geklappt. Dann ging es weit. Wir sind ins Haus eingezogen. Dann kam unser erstes Baby. Und irgendwie wollte das gar nicht. Der Mann Gottes, für den ich ihn gehalten habe, für den ich eigentlich geheiratet habe, sitzt lieber am PC und das geht arbeiten. Dann kam er irgendwann noch auf die Idee, eine Weiterbildung zu machen. Dann ist er halt noch ständig in der Schule. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt müssen andere Munition her. Die Augen müssen doch endlich geöffnet werden. Er soll Christus erkennen. Und dann hatte ich die glorreiche Idee und habe gesagt: Weißt du, guck mal, du sollst mit mir Bibel lesen, du sollst mit mir beten und du tust es nicht. Und zum Abendmahl gehst du auch nicht zur Gemeinde. Ich gehe zu den Brüdern und sagte ihnen das. Dann musste ich die Tür von der anderen Seite schließen. Also die Haustür. Ich habe mein Baby eingepackt. Jesus, er schmeißt eigentlich dich weg. Er jagt dich raus. Gott sei Dank durfte ich wieder rein. Dann haben wir das zweite Kind gekriegt und das wollte einfach nicht. Dann hatte ich eine andere Idee. Ich lese die Bibel und habe in Kolosser 1, das, ich glaube, das war ab Vers 9, ein paar Verse, boah, die haben mich so getroffen, da steht es, wie man nach dem Willen Gottes lebt, was passiert so. Und ich habe das alles auf einen Zettel geschrieben und habe ihm das in sein Büro hingelegt. So, ganz dezent. Habe das da hingelegt. Und dann kam er nach Hause, er hat gesehen, hat den Zettel gesehen. Hat sich an den PC gesetzt, war mit seinen Sachen beschäftigt. Dann komme ich hin. Hast du das schon gelesen? Habe ihm das hingeschoben. Nee, sagt er. Mach das mal, okay. Und dann, kurze Zeit später, komme ich hin: Hast du das jetzt gelesen? Und dann guckt er sich den Zettel an und sagt er: Ja. Ich so: Und? Ich habe gesagt, ich habe gesagt, also das will ich. Lies dir das durch, das will ich. Und dann hat er sich das durchgelesen, hat das angeguckt und sagt er: Da hast du wohl den falschen Mann geheiratet. Da komme ich einfach nicht dran. Und ich denke mir, eigentlich habe ich einen Diener Gottes geheiratet. Wann kommt er endlich mal zur Besinnung? Und dann war ein Moment, und ich sehe das als einen ganz wichtigen Schlüssel. Das war gerade die Zeit, wo, er hat es hier selbst auch schon erzählt, wo er ganz große Schwierigkeiten mit sich selbst hatte und er ganz große Ablehnung sich selbst gegenüber hatte, wo er sich selbst sehr abgelehnt hat und nicht mochte. Und dementsprechend mochte er mich auch nicht, weil Mann und Frau ist ein Leib und du kannst deinen Ehepartner nicht lieben, wenn du dich selbst verabscheust, wenn du dich selbst nicht
magst. Man ist eins. Und das war halt auch immer wieder so ein Thema, weil ich fühlte mich auch nicht geliebt und das war dann halt so, war auch so. Und dann war ein Moment, wo ich absolut vor Jesus kapitulierte. Und ich sehe das einfach als einen ganz, ganz wichtigen Schlüssel. Ich weiß noch, wie ich das gesagt habe zu Jesus. Es ist okay, wenn er mich nicht liebt. Ist okay. Ich bin damit einverstanden. Ich gebe das ab. Es ist okay, wenn er mich nicht liebt. Solange er dich liebt. Ich möchte, dass er dich liebt. Weil ich weiß, wenn er dich liebt, dann wird es mir nicht schlecht gehen. Einfach so. Das war ein Moment, wo ich für diese ganze Sache wirklich gestorben bin. Wirklich aus reinem Herzen. Das war kein Vorsatz, das war nicht um einen Vorteil, sich darin zu irgendwie zu verschaffen, sondern das war aus reinem Herzen, wo ich gesagt habe, ist okay, ist so. Dann haben wir halt keine romantische Ehe. Was soll's? Solange er Jesus liebt, wird ihm wichtig sein, was Jesus möchte. Und Jesus, ich wusste, dass Jesus mich liebt. Und dann wird es mir nicht schlecht gehen. Das genügte mir in dem Moment. Ich habe das Jesus von ganzem Herzen abgegeben und bin für diese Sache gestorben. Ich habe nicht mehr gekämpft. Ich habe keine Tricks mehr angewandt, um ihn da irgendwie aus der Reserve zu locken, um ihn doch endlich auf den Platz zu stellen, wo er hingehört. Ich habe den komplett Jesus abgegeben und bin für diese Sache ernsthaft gestorben. Dass er da ist, ich habe einfach gespürt, ich bin auf die Knie gegangen und habe das einfach abgegeben und ich spürte, wie ich anders aufgestanden bin. Und ich wusste, es hat sich was verändert. Ich wusste das in mir. Am nächsten Tag, auch wo ich, es ist nicht so, dass diese Gedanken nicht gekommen sind, um mich da wieder zu triggern. Aber ich hatte etwas, es hatte keinen Anklang mehr, weil diese Sache tot in mir war. Ich bin dafür gestorben. Ich musste nicht mehr kämpfen. Ich musste nicht mehr mir was überlegen, wie ich ihn wachrüttel. Und das dauerte gar nicht lange, wie Jesus anfing, ihn zu berühren. Es dauerte nicht lange. Wie Gott anfing, mit ihm zu reden, wie Gott anfing, ihn zu berühren, wie Gott anfing, seine Liebe in ihn auszugießen. Und wisst ihr, es sind Jahre vergangen und ich weiß, wo er diese Begegnung mit Gott hatte, wo er Christus erkannt hat, dass er eine Liebe zu mir hatte, die ich mir nicht habe träumen lassen. Halleluja, Halleluja. Das Schönste und das Romantischste, was ich je gehört habe, war, wo die Kinder noch etwas kleiner waren und auf dem Spielplatz gespielt haben. Wir standen da und da hat mein Mann zu mir gesagt, ich freue mich auf dich, wenn die Kinder ausgezogen sind. Versteht das bitte nicht falsch. Ihr seid noch herzlich willkommen, Kinder. Ihr dürft noch hier leben. Aber er freut sich auf mich. Ja. Aber wenn wir diese großen Offenbarungen festhalten möchten, so wie Petrus gesagt hat, Jesus, nein, 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 du darfst nicht sterben. Das sagt Jesus, das ist menschlich, das ist menschlich. Jesus sagt, nimm das Kreuz auf dich. Wer mein Jünger sein will, soll das Kreuz auf sich nehmen und soll sein Leben abgeben. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten.
Ist das nicht unmenschlich? Ist das nicht unmenschlich? Sich selbst irgendwie aufzugeben, sich selbst hinzugeben und das soll uns Leben geben? Sind wir nicht eher so, dass wir nach mehr Menschlichkeit verlangen? Hört euch mal, also in der Gesellschaft. Halleluja, danke für Befreiung. In der Gesellschaft wünscht man sich nicht manchmal mehr Menschlichkeit? Und man meint, man möchte schützen, man muss den Menschen ja schützen vor allem. Und es gibt so viele Angebote, für, dass es dir bloß gut geht, weil die Menschheit muss geschützt werden. Und dieser Wunsch nach Menschlichkeit, da ist die Gemeinde auch nicht verschont. Und wo dieser Wunsch nach Menschlichkeit, wo es nur um den Menschen geht, damit es den Menschen gut geht, damit jeder ne, sich wohlfühlt. Wer redet denn bitte schön vom Sterben? Wer redet denn bitte schön davon? Wer will das denn hören? Hier musst du einstecken. Das musst du loslassen. Man will doch hören, komm, das machst du super, das machst du toll, auch ich helfe dir. Oder man möchte ja mehr Menschlichkeit haben. Und dann menschelt es überall. Ne? Was ist denn nun das Geheimnis seines Reiches? Was ist denn das Geheimnis, wenn das Wort ausgestreut wird, wenn das Brot verteilt wird und jeder gegessen wird? Was ist das Geheimnis, dass es wächst, dass es Frucht bringt, das, was man empfangen hat? Das Geheimnis ist, Christus zu erkennen. Zu erkennen, was bringt diese Erkenntnis zum Ersticken? Die Lügen des Feindes einfach zu entlarven dadurch. Das Geheimnis ist, sein Leben zu verlieren um Jesu Willen. Das ist ja ganz anders. Das ist dieses Umgedrehte. Wir wollen Gesundheit, warum? Weil um gesund zu sein. Wir wollen sehen, warum? Um zu sehen. Wir wollen Kraft, warum? Um stark zu sein. Es hat alles einen Sinn, und ein Ziel, was bis in die Ewigkeit geht. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Zeit hier auf der Erde begrenzt ist. Und die Entscheidungen, die wir hier treffen, die gehen bis in die Ewigkeit. Wir treffen die Entscheidungen hier. Das ist unsere Zeit hier dafür. Und dieses Umgedrehte, das Leben zu verlieren um Jesu Willen. Für die Welt zu sterben, um ewiges Leben zu empfangen. Ist das nicht interessant, dass dieses andersrum, Jesus sagt mit meinen Worten jetzt, ohne Tod gibt es kein Leben, richtig? Weil das, was stirbt, so wie ein Samenkorn, der muss erst sterben, damit daraus was wächst. So wie Jesus, als er gestorben ist und ins Grab gelegt wurde und aus dem Grab ist er aufgestanden, nicht vom Kreuz, als er ins Grab gelegt wurde, ist er auferstanden. Dass diese dunklen Zeiten uns zur Transformation bringen. Der Same ist ja nicht der Same geblieben, der ist eine Pflanze geblieben und bringt noch mehr Frucht. Das Grab ist dunkel, ist eigentlich für Tote da, aber die Kraft Gottes, die da wirkt, die transformiert einen zum ewigen Leben, zum Leben. Und dann heißt es, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, ich bekomme, wenn ich Heilung empfange, dann ist es nicht einfach, um gesund zu sein und weiter mein Leben leben, wie ich das vorher gelebt habe, sondern damit ich die Bestimmung erfülle, was Gott für mich bestimmt hat. Richtig? Wenn ich blind war und
wenn ich geistlich blind war und Jesus mich berührt hat, meine Augen geöffnet sind, meine geistlichen Augen geöffnet sind und ich die geistliche Welt wahrnehme, ist es nicht dafür da, um überall rumzuerzählen, was überall passiert, sondern dass es dafür da, um in die Bestimmung hineinzugehen, was Gott für dich bestimmt hat, um in seinem Reich zu wirken, was ins ewige Leben Einfluss hat. Und dann, wenn man diesen Weg geht und sagt, Jesus, ja, ich möchte dein Jünger sein, das bedeutet automatisch, du kannst ein Jünger Jesu sein, wenn du dein Leben ihm hingibst, dann plant er das Leben, richtig? Und glaub mir, er kennt uns besser, er kann unsere Kräfte besser einschätzen als wir, glaub mir. Jesus sagte danach, einige sind hier, die werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. Und ich habe einfach gespürt, dass Jesus diese Botschaft heute hier sagen möchte. Einige sind hier, die werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes in seiner Kraft sehen werden. Amen. Einige sind hier, die werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. Wisst ihr, wir möchten heute, also mein Mann und ich, wir möchten heute mit euch und für euch beten. Wenn du zu den Menschen gehörst, dass du merkst, dass du in Situationen gelangst, wo du eine fordernde Haltung einnimmst, wo das in dir durchkommt, sagt, ja, beweis dich doch, zeig dich doch, wieso machst du hier nicht, wieso, du kannst es doch, wieso machst du das nicht? Und wenn es dir klar geworden ist, dass das die Stimme des Feindes ist, die dich jetzt einfach in die Blindheit schlagen will, damit du Christus nicht erkennst, oder wenn du das Gefühl hast, dass du die geistliche Welt einfach blind dafür bist und einfach eine Berührung von Jesus brauchst, nicht nur eine, auch mehrere Berührungen von Jesus brauchst. Oder wenn du das Gefühl hast, dass deine Erkenntnis oder deine Berufung jetzt gerade so in den Tod stürzt und du willst es festhalten, aber irgendwie will es von dir entfliehen. Oder wenn du einfach eine Entscheidung treffen möchtest und sagst, ich möchte ein Jünger von Jesus sein. Und nach deinen Bedingungen, Jesus, nach deinen Bedingungen. Dann kommt einfach hier nach vorne. Wir wollen vor Jesus gehen. Wir wollen gemeinsam. Wir wollen mit euch und für euch beten. Wir brauchen alle die Berührung von Jesus. Oder jemand nicht. Und er ist hier.